So, ihr Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge. Wie ihr seht, es sind die Nazi-Zombies ausgebrochen und hier liegen jetzt ein paar Tote. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet, darum musste ich, also durfte ich, hatte die Ehre, mehrmals gegen diese Nazi-Zombies zu kämpfen. Das ist sau nervig. Aber ist okay, man kommt schon damit klar. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was ich eigentlich machen sollte. Hier, kehre zum Elternrat zurück und beichte von deinen Erkenntnissen. Ja, das könnte ich machen. Ich muss noch zu dem. Ich muss noch das von Mackie erledigen. Elgor kann ich nicht entfreunden, der ist mir zu stark. Wo war denn nochmal das Elternrad? Hier ist die Shoppingmeile. Das war doch auch... Nee, jetzt weiß ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Elternrad probieren, genau. Na gut. Dann gehen wir da mal hin. Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt überall in der Stadt so Zombies sind, weil darauf habe ich im Elstern gar keine Lust. Da muss ich ja ständig gegen die kämpfen. Und das ist ein bisschen nervig, würde ich mal sagen. Also scheinbar, die Polizei hat da nichts mitbekommen. Hier sind gar keine Zombies. Da bin ich eigentlich richtig? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich war falsch. Hallo, bring mich da hin. Hey, you're that popular kid. Hä? Ich bin das beliebteste Kind? Okay, ich gehöre zum SWAT-Team vielleicht deshalb. Huch. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Yay! Nice. I'll send it to you. Quest erfüllt. Elternratproblem. Hier, ich bin übrigens Level 9. All purchases go to support the PTA, okay? Stab der Riesenmöpse. Oh, das ist stark. Verlangsamt. Ja, verlangsamt dein Ziel bei einem perfekten Angriff, vermindert die Abwehr des Ziels bei perfekten Angriff. Was ist denn ein Badadarang? So, das Lied von Jennifer Lopez. Taco, Taco. Oder? Ah, ich kann auch Sachen hier verkaufen. Also, ja, ich weiß, es ist langweilig, dass ich hier Zeugs verkaufe, aber irgendwie... Ich schreibe so viel mit mir rum, ich muss das alles mal loswerden. Glänzende Stiefel, Armband, Alter, das sind Nazi-Armbänder. Es ist ja jetzt in Deutschland verfügbar, das Spiel. Ja, das ist eh so eine merkwürdige Sache. Ich spiele es eh die ganze Zeit. Es war die ganze Zeit nicht erlaubt. Viele spielen das und auf einmal ist jetzt auch die deutsche Version verfügbar. Ich glaube, ich habe die ungeschnittene Version. Ich nehme mal an. Und was ich mich jetzt frage, ist, wo der krasse Unterschied ist zwischen der ungeschnittenen und der geschnittenen Version. Ja, bring das Bild zu den Goth Kids. Das mache ich gleich. Ich möchte erst einmal zu Kyle nach Hause. So, wo wohnt denn der nochmal hier? Damit ich wenigstens diese eine Quest mal erledige. Um... Das ist auch komisch, jetzt bin ich auch noch hier. The Grand Wizard said that I'm in charge of the shop now, because I sound like Clyde.
I don't sound like Clyde. Anyways, welcome, weary traveler. Would you like to see my wares? Hey, du bist Clyde. Feuerschwert, das hätte ich gern. Ich sollte vielleicht mal hier diese Waffe wechseln, die ist so cool, die ich gerade habe. Fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden. Wo ist denn das jetzt? Level 9 Stab der Riesenmöpse. Genial. Fügt bei perfekten Angriffen 50 Schockschaden hinzu. Entzieht. Fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden hinzu. Ganz ehrlich, ich finde das immer noch am besten. Gott, ist die Waffe groß. Ah, übrigens, ich laufe gerade mit Kenny rum, weil ich sie einfach am coolsten finde. Also ich finde sie hat die coolsten... Sie. Hat einfach die coolsten Waffen. Hier war doch das von Kyle, oder? Das ist jetzt auch merkwürdig. Mir ist mit Kenny eigentlich hier hin. Ah, ich hab das ja gar nicht aktiviert. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Hundekacke, neue Freundschaft. The Well of Insight says your future is cloudy. Oh wait, that's bird crap. Quest erfüllt. Ja, super, bekomme ich nix. Don't let Cartman use you. Neue Nachricht von Cartman, das ist interessant. Fick dich, dass du all meine verfickten Banner zerstört hast. Arschloch, ich möchte, dass du das dem Typen sagst, der das getan hat, sobald du ihn für mich geschnappt hast. Oh, das war knapp. Wie jetzt? Der Cartman hat diese Banner aufgestellt? Ich kriege hier gar nichts mehr mit. Ich komme nicht mehr hinterher. Es sind zu viele Aufgaben. Nee, stopp. Ich muss jetzt zur Schule zurück. Ich habe manchmal das Gefühl, ich spiele das Spiel auf gut Glück. Temme. So, meine lieben Goth-Kinder, wollt ihr mit mir befreundet sein? Ich habe jetzt die Verkleidung nicht angeschaut. Are your Hobbiters failing you? I gave you your quest. Bug off! Go conform somewhere else, kid. Are your Hobbiters failing you? I gave you your quest. Hä? Also muss ich so aussehen wie die oder was wieder? Boah, das nervt. Hier, Gothmütze. Gothkostüm. Gothhandschuhe. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Die tanzen doch gar nicht. Ey. Less enthusiasm. That's not how you drink totally coffee. Fucking bullshit. You call that smoking? Car. I'm feeling... Das ist so schwer. Hilfe. I like what you did with your coffee there. Wow. Apathy combo. Ey, ich hab's geschafft. Komm. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us, and we'll be there. Siebenfisch Freunde, Vorteil verfügbar. Rekrutiere die Goth Kids. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Warte mal. Woher, wo ist denn mein Kajal? Ja, ich hatte doch Kajal gehabt. Um die Augenlider, oder nicht? Oder habe ich das aus Versehen verkauft oder verlassen? Ah, schwarze Eyeliner. Da. We're gonna go to the graveyard later and dwell on our own mortality if you wanna come. Darkness,
Ey, willst du mich verarschen? Sprich mit Cartman gegen Kyle zu verbinden, sprich mit Cartman in Castle Cooper, sprich mit Kyle in seinem Hinterhof, um dich seiner Gruppe gegen Cartman anzuschließen. Das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich zu Kyle gehören will oder zu Cartman. Ist ja logisch, dass ich mich für Kyle entscheide. Also ich mag den eigentlich mehr. Also ich liebe Cartman, aber Kyle ist auch cool. Ach Gott, ist das schwer. Das ist ja jetzt bescheuert. Ich hasse das, wenn man das so macht, dass man das Spielereignis sozusagen selbst entscheiden kann. Ich mag das überhaupt nicht. Weil das heißt, ich muss das Spiel irgendwann wieder spielen. Oder ich muss zu beiden gehen und dann werden die, keine Ahnung, wieder Freunde oder was. A Twitter Raven has told me of your success in recruiting another faction. Simply call them here and your dedication to the Trials will be complete. Climb up into the treehouse and summon your allies. Jetzt frage ich mich, ob diese andere Quest wegfällt. Nein. Sprich mit Karten gegen Kyle zu verbünden. Ach, verstehe ich alles nicht. Übrigens, ich würde mich gerne wieder, oh Gott. Ich würde gerne wieder das andere Zeug anhaben. Sorry I ever doubted you. I hereby make you a member of the Drow Elves of the Forest. Yay! New kid, you have our friendship. I hereby level you up to the rank of Commander. Kommandant Saftsack. My lord, we know where the humans are hiding the stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. Ah, you shot down their message, Raven. Right, right, we shot down their Raven, and the evil Wizard King has hidden the stick inside his desk at school. Ah, dude, of course. Carmen hid it in his desk! Drow Elves of the Forest! We know where the humans are hiding the stick! I knew Carmen was cheating! We shall march on the school and make the hallways drip of their blood! Huzzah! Wie bitte was? Jetzt bin ich nicht mehr so soft, sag. Defenders of Freedom! We thank you for your courage in joining our fight! Tonight! We are no longer elves or goths. Tonight, we fight as one! I feel like such a homo sapien right now. The elves are here! They have blown their war horn! Blow ours, Stan! Okay. Elves, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! The front's barricaded! Commander Douchebag, see if you can get in through the side entrance and take out their defenses from behind! Du hast gerade neue Gegenstände bekommen. Ich merk's. Das heißt, ich habe das eine jetzt umsonst gekauft. Weil Großschwert des Kriegers. Oh, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Du erhältst Angriff erhöht nach einem perfekten Angriff. Der Waffenschaden erhöht sich um 4-mal vom Rüstungswert. Zerstört 5 Rüstung bei perfekten Angriffen. Ah, das ist jetzt so kompliziert. Hä, wo ist denn das jetzt? Das ist zwar nur Level 7. Ja, guck mal, das ist auch viel schwächer. Also lohnt sich das doch gar nicht, dass ich sie nehme. Ich weiß, es ist gerade ein Hin und Her. Also behalte ich doch wieder diese neue Waffe. Fügt 10 Rüstungen hinzu. Schwächt feindliche Angriffe. Du greifst erneut an, wenn du Feinde tötest. Ist viel cooler. 15 Fähigkeitsschaden nach einem Pfeffer fügt jetzt in Rüstung hinzu. Ich finde es super traurig, aber mein SWAT-Zeug ist wirklich viel, viel besser.
greift die Schule an. Das ist auch so, also das mit Cartman ist jetzt weg, ne? Ja. Die Vordertür ist blockiert, finde einen alternativen Weg in die Schule. We dine on human flesh tonight. Mission zynisch nicht erfüllt. Ja, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung war, gegen Cartman zu kämpfen. Oh mein Gott. Your word is the command, my lord. We kicked all their asses and cleared the way for you. Have at it, Hobbit. Kann ich, also ich kann jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr Kenny und so mit mir rumschleppen, ne? Nein, das finde ich super traurig. We cleared the way to the door. You do the rest. Go kick their ass, Sir Duchalot. Sir im Saftsack. Isn't there a battle to wage? Hä, was muss ich denn jetzt machen? I am death, destroyer of worlds. I did my job. I'm gonna sit here and smoke. Ich bin leider gerade ein bisschen irritiert. Ich komme nicht voran, weil ich gar keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Ja, ich habe einen neuen Freund, den Kai. Karten müsste mich doch jetzt entfreundet haben, logischerweise. Hier, die Vordertür ist blockiert, finde einen alternativen Weg in die Schule. Und der alternative Weg ist hier eigentlich. Na gut, es ist gerade ein bisschen bescheuert. Ich komme nicht voran und es bringt nichts, hier durch die Gegend rumzulaufen, ohne Peil. Ich hoffe, ich habe mich wirklich für die richtige Seite entschieden. Ich beende hiermit die Folge. Ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin.